Hallo Leute, und es geht weiter mit Outlast. Da gerade eben das nicht gespeichert, also wir waren nicht an einem Speicherstand und wir da gerade Outlast kurz beendet haben, kurzzeitig, sind wir jetzt mit der ersten Sicherung noch in der Tasche ja. Und am Bett. Ja, aber ich habe es erstmal so gemacht, dass hier das Ding kaputt geht. Ich habe das dann so gelassen, damit wir ungefähr gleiche Bedingungen haben. Nur weil ich jetzt noch die Sicherung in der Hand habe. Aber der Typ, der hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich wollte die erste Sicherung abgeben, weil der war schon direkt in der Ecke. Hat mich hier abgefangen, direkt hier. Ganz böse. Und die musst du jetzt einsetzen? Keine Ahnung. Bitte. Bitte sei tot. Hinter dir! Ja, geh weg! Du hast ein dezentes Problem! Nein, nein! Nein, nein! Der Typ ist langsam, aber der andere nicht! Und lauf! Rechts rum! Nein! Mach gerade die nächste! Keiner drin? Wäre okay. Lustig, wenn da noch einer drin gewesen wäre. Also. Ja, deswegen meine ich es ja. Guck dich erstmal um. Eine Batterie. Alter. Okay. So, ich sehe schon, komm, du setzt gleich die beiden Sicherungen ein. Du musst erst die eine einsetzen, dann die zweite. Dann ganz langsam öffnet sich dann das Teil, dann kannst du das nehmen und in der Zeit bist du schon dreimal tot. Ich sehe schon, komm. Invite the War Rider. Willst du nicht vorher nochmal nachladen, wenn du jetzt durch das Dunkle rennst? Nee. So, dass er jetzt gleich nicht links kommt. Ich sehe schon, dass er jetzt links steht. Er kommt! Was machst du? Ich weiß es auch nicht! Ich weiß es auch nicht, was! Versteck dich hier irgendwo in einem Spind oder so. Das funktioniert niemals. Das ist nur ein Krampf. Verstecken. Alter. Ahem. Neue Taktik, niemals wegrennen, immer drauf zurennen. Außer beim Fetten. Außer beim Fetten. Ja, gut. Da kommt gleich einer. Ja. Ach komm, lass mal rausrennen, da noch ein bisschen spielen. Er muss jetzt eigentlich nur das Ding öffnen und dann da weg. Aber die Frage ist, wohin? War nicht irgendeine Tür, die zu? Keine Ahnung. Den Aufzug, um vielleicht nach oben zu kommen noch weiter? Ich hab keine Ahnung. Er hat ja gesagt, du musst über irgendwelche Stockwerke rennen. Der kommt da noch. Vielleicht hat er ein Hinkebein. Komm schon, spring durchs Fenster, spring durchs Fenster. Oh. Und Rotter. Wir müssen Rotter. Weg, 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 geh! Ich will einfach nur weg hier. Ich weiß immer noch nicht, wozu ist der Schlüssel hierfür? Keine Ahnung. Ich dachte, man kommt durch. Also, ich wusste nicht, der Schlüssel ist. Was hast du für ein Problem? Wie konntest du es vergessen, dass da die Treppe weg ist? Nein, hab ich nicht vergessen.
Ich dachte mal, ich wollte runterspringen, ich wollte ins untere Stockwerk rüber. Ja, aber. Wo bist du jetzt? Ich wollte mal blind durchgehen, aber es geht nicht. Ich hab das nicht vergessen. Okay. Ich dachte nur, dass ich das, den Sprung überleben wollte. Springen. Ja, ist mir schon klar, aber ich dachte, ich wollte halt da unten landen. Ich wollte da mal nach unten. Also halt, guck doch mal erstmal, ob das Ding vielleicht da oben ist. Oder ist das ganz unten? Das ist der Schlüssel, der ist unten, das ist jetzt. Ja, wieso ist der nicht in der mittleren Etage gewesen? Hätte das sein können, oder? Nee, der ist in der Mitte, der ist nicht hier unten. Das ist in der mittleren Etage, aber ich wollte mal kurz gucken, was hier ist. Ein Dokument und ein. Weiß nicht. Lesespaß, juhu! Ich dachte, ich würde den Fall überleben. Ich wollte nämlich direkt darunter. Project Paperclip. Joint Intelligence Objective Agency, kurz JIOA. Dokument Nummer 8 von 186, Ablage 230-86-46-5. Ein Auszug. Referenz oder sogar ein Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Fernbildungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Also ist das quasi wie dieser Wernicke, ne? Der war ja auch so entweder Deutscher oder Österreicher. Das kann gut sein, ja. Der hat dann ein bisschen da. Dann geh nicht zu dem hin. Wo ist er hin? Oh. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja, ist okay. Ist okay. So, was muss jetzt noch hier sein? Wofür auch immer der Schlüssel? Ist der Schlüssel hierfür? Nee. Wofür brauchen wir Schlüssel? Keine Ahnung. Vielleicht hierfür. Hierfür könnte der Schlüssel sein. Nee, also wir sind ja von da am Anfang gekommen. Wobei da hinten noch ein paar Räume waren, wo ich noch nicht reingegangen bin. Da ist der Schlüssel. Ich trigger gleich. Und da waren ja noch irgendwo Schließfächer, ne? Ich glaube, in dem Raum davor waren noch welche. Hey, die haben wir jetzt doppelt aufgehoben. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob du hier drin warst. In dem Raum, da war nochmal. Scheiße. Ich suche erstmal, das trigger ich bestimmt, was ich will, gucken, wo ich entkommen kann. Warte, war da nicht noch irgendwo der. Eine. Diese kleine Wand, wo du zwischenher springen kannst? Aber war das nicht vorher offen? Ja. Nee, das ist da, da traue ich gerade nicht. Ja, guck erstmal. Ja, also ich kann dich aber hier nur hier raus. Nach rechts? Da sind Schließfächer. Okay, hier verstecke ich mich dann. Keine Ahnung. Lolo. Also, aber kannst du hier noch hin? Ja, von der anderen Seite muss ich. Ja, ich weiß aber. Da war nur die defekte Treppe. Ja, keine, wo müssen wir dann gleich dahin? Keine Ahnung. Ich werde sowas von drauf gehen. Warte mal nach. Ja. Oh Mann. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hinter dir. Der Typ. Wo muss ich hin? Die Treppe nach oben, da bist du erstmal sicher, musst du hochspringen. Ah, stimmt. Spring! Ja! Da bist du erstmal sicher. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du auch irgendwas am Aufzug machen, vielleicht. Guck mal nach. Nee, hier. Ah. Okay. Und vor allem, von wem bin ich sicher? Da, böse? Böse Männer? Also ich finde, da ist mir auch nicht sicher. Oh Gott. Noch so ein Ding. Oh, wieder springen.
Folge dem Blut. Schon wieder? Das ist aber kein neues Ziel. Hey, eine Batterie. Warte mal, guck mal auf den Tisch. Das ist auch eine Cam, oder? Ja. Da war schon mal einer mit der Kamera. Also vertraue niemanden. Ein Typ hat auf Kameratypen abgesehen. Wie viele Reporter waren schon hier? Okay, wir waren eine Blutbefolge. Gucken wir erstmal, was hier ist. Ein Toter. Aber ein toter Patient. Ey, den hast du nicht gekillt, das darfst du nicht. Doch, das war ich. Als du nicht hingeguckt hast. Boah, da musst du so rüberspringen, glaube ich. Nee. Okay. Hallo. Ich spuck ihn an. Da musst du rüberspringen. Was? Der Wallritter! Der Ritter! Der Wallritter! Ich bin's, der Ritter! Hey, die Batterie! Ich finde es trotzdem ganz gut. Ein schöner Name für einen Wallritter. Erinnert mich irgendwie an weitere an. Was? Hallo? Oh, Gänsehaut, ey. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, was. Ich habe, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich werde es aber gleich wieder erfahren. Lesen. Lesen, das macht Spaß. Na, 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 na. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie in Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich nicht sprechen kann und die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Hysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnte ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Der Wallritter! Aber komm hier. Oh nein. Doch, ich von der Kraft. Ja, ich bin einmal im Kreis geworfen. Ich glaube, der Wallritter tut dir nichts. Und hier? Oh. Klopf, klopf. Ich will nicht dahin, wo der Wallritter ist. Weil ich weiß, da kommen noch ein paar andere Leute. Klopf, klopf. Wer ist da? Der Wallritter! Kann der Wort klopfen? Da war was. Batterie!
da kommt. Was kommt denn da? Okay. Die Nackenmänner. What? Hey. Bist du sicher, dass du gerade... Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Das sind die Lügen von ihnen, sprich die vielen Akten aus den, diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen. Sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Mekultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle, das Summen hört nicht auf. Ja, es ist... Ich muss jetzt hier bleiben. Ja, ist doch lustig. Was ist rechts von dir noch? Irgendwas? Nee, gar nichts. Das Problem ist, wenn ihr zu zweit da lang geht, dann kommst du da nicht raus. Wenn einer von denen blockiert. Mach Türen auf. Mach Türen auf. Ich weiß nicht, einfach gar nichts. Ich weiß nicht, wie wir. Ich komme von da rechts. Ich muss da hinten rechts hin. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen gerade hier vorbei. Ja. Gehen die auch oder bleiben die da? Irgendeine Tür geöffnet. Sie haben noch irgendwann eine Tür geöffnet. Rennen die Typen auch oder sind die eher langsam unterwegs? Bis jetzt waren es immer nur langsam. Okay. Die sind langsam unterwegs, okay. Okay, beide voll. Das ist gut, dass die sich nicht aufteilen. Und jetzt rennen da an der Seite lang. Achso. Nein, du ja, ich war jetzt erstmal ganz schlau. Ich wollte die zumachen. Warum macht er die Tür auf? Klar, mach die Tür auf, du. Du sollst. Hallo Einbrecher, kommen Sie rein. Jetzt einfach an der Seite an dir vorbei und wenn das möglich ist. Wenn die da jetzt. Ja, klar, jetzt teilen die sich auf. Jetzt teilen die sich auf. Warte, jetzt laufe ich dem entgegen, ne? Das ist. Ja. Achso, ich hab grad voll die Orientierung verloren. Ich auch. Die müssten, glaube ich, hinter dir jetzt sein. Ja, wir sind hinter mir sind jetzt. Also, jetzt hier so rechts. Also. Ja, auf jeden Fall wäre jetzt die Folge halt oben, ne? Zeitlich gesehen. Auf Speicherort ist jetzt aber ein bisschen scheiße. Okay. Wo ist der zweite? Irgendwo anders. Auch rechts, auch rechts, auch rechts. Komm schon, der zweite, lauf durch. Da. Und. Go, 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 Power Rangers! Fuck yeah. Wo muss ich hin? Irgendwelche Unterlagen, Batterien, Dokumente? Irgendwas? Wow. Spring! Warte, was ist links hinter dir im Loch gewesen? Okay. Ist da irgendwo einer? Warte, nichts? Nee, doch. Das ist der Priester. Hallo! Oben! Dann kommt immer wieder ein Speicherpunkt. Ah, da hätten wir auch. Da kommen wir wieder hoch. Ah, wenn wir runterfallen. Können wir da wieder hoch. Nein.
nicht. Nein, nicht die Kamera! Nein! Wir sind auf Fall. Nein! Ja, sonst haben wir ein Pech. Lego. Hoch, 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 hoch. Wo bitte schon ist dieser Typ, der gerade da unten reingegangen ist? Keine Ahnung. Aber wir sind doch Miles Abschur. Und das ohne Kamera. Miles Kameramann Abschur. Das Leben ist so grausam. Nein, hast du eigentlich gespeichert? Nein. Dann hast du doch nicht mal gespeichert. Also ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt. Jetzt müsst ihr speichern. Ja. Du musst runter. Aber naja. Was hat unser Leben noch für einen Sinn? Ohne unsere Kamera. Kannst du sie sehen? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Warte, da unten, wo? Da unten! Da blinkt sie! Da! Ohne Kamera! Ich will sie haben! Okay, ob wir die Kamera kriegen, sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, ne? Nächste Folge. Wir wissen ja, wo wir aufhören müssen. Wir haben die Kamera voll, das müssen wir uns merken. Ja! Wir sind wertlos! Ja, okay, ist okay. Jetzt muss ich das extra da an der Stelle schneiden und runterschrauben von der Lautstärke. Mann! Boah, Rider. Boah, Rider! So, ciao! Ciao! Aber.